Was für eine magische Vorstellung bei einem magischen Event. Herzliches Dankeschön. Ich hätte eine Frage an euch und ich bitte euch um ein Handzeichen. Wer von euch hat schon mal eine Entscheidung getroffen, die dich glücklich gemacht hat? Ihr dürft euch übrigens auch umsehen. Das ist wie eine Umfrage jetzt. Okay. Wer jetzt die Hand nicht hebt, schläft hoffentlich noch. Zweite Frage. Wer hat schon mal eine Entscheidung getroffen im Business, die euch viel Geld gebracht hat? Okay. Und jetzt wird's spannend. Wer hat schon mal eine Entscheidung getroffen, die dich viel Geld gekostet hat? Es sind immer mehr Hände bei der zweiten. Interessant, oder? Also gerade als Unternehmer wissen wir, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen, die volle Verantwortung zu übernehmen. Das ist mein Thema als Trainer. Wir Unternehmer, wir wissen, wie wichtig es ist, Selbstmanagement im Griff zu haben. Weil jede Entscheidung, die wir treffen, es gibt nur eine Person, die die Verantwortung dafür trägt. Die im Spiegel. Wir müssen verdammt viele Entscheidungen treffen in unserem Leben. Gerade als Unternehmer müssen wir uns immer wieder neu erfinden. Wir müssen kreativ sein. Wir wissen, wir müssen mit der Zeit gehen. Weil wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. Und ich habe jetzt seit über einem Jahrzehnt mein Training als Business aufgebaut. Und ich habe 6 bewährte E-Mail-Taktiken mitgebracht, die ich gern mit euch teilen würde. Sie lassen sich auch auf andere Geschäftsfelder übertragen. Es sind so die Erkenntnisse, die mein Business vorangebracht haben. Und ihr werdet schon merken, es hat sehr viel mit E-Mail-Marketing zu tun. Das ist kein Zufall. Ich bin einer der ersten Enterprise-Kunden. Ich bin Feuer und Flamme für ClickTip immer schon. Und jetzt möchte ich euch gerne einen Einblick geben in mein Business, warum das so ist. Habt ihr Bock drauf? Cool. Dann, Dankeschön. Yay! Ich liebe diesen Event. Alle sind so motiviert. Großartig. Also wenn du nicht brennst für das, was du tust, warum machst du es dann? Ich brenne dafür, was ich tue. Ich bin jetzt 32 Jahre jung. Ich habe immer schon selbstständig gearbeitet. Ich habe angefangen mit 18 und mein längstes Vollzeitangestelltenverhältnis, das waren 2 Monate Ferialpraktikum. Länger war ich nie angestellt. Böse Zungen behaupten, es liegt daran, dass mich sonst niemand aushält. Aber das glaube ich nicht. Es liegt daran, dass ich relativ früh schon gefunden habe, was mich als Mensch begeistert. Und so habe ich mich 2007 hauptberuflich als Trainer und Coach selbstständig gemacht. Am Anfang habe ich noch andere Sachen getan, dazu komme ich gleich. Ich habe NLP gemacht, bis heute mache ich NLP. Das bedeutet, wie die Sprache deine Gedanken, deine Emotionen und somit dein Verhalten direkt beeinflusst. Und ich habe Wirtschaft studiert mit Spezialisierung auf Change Management. Das ist so wie NLP für Organisationen und bin dann auch Unternehmensberater geworden für Marketing, genau mit diesem Thema. Nebenbei entstanden ist eine Online-Marketing-Agentur und ein paar Joint-Ventures in ganz andere Nischen. Das wissen viele von mir gar nicht. Ich bin da auch so ein bisschen unter dem Radar, das mag ich auch. Mein Gesicht kennt man aus der Persönlichkeitsentwicklung, aber als Unternehmer bin ich in mehreren Projekten stiller Gesellschafter und mache ganzheitliche Marketingkonzepte in ganz anderen Nischen. Und das ist etwas, was ich sonst normalerweise nicht auf der Bühne erzähle. Ich werde noch ein paar andere Geschichten erzählen, die ich sonst noch nie erzählt habe. Unter anderem mache ich zum Beispiel Make-up. Oder, also nicht ich mache das Make-up, aber ich begleite den Marketingprozess von einem Make-up-Business. Stilberatung, Lerncoaching und Smartphone-Fotografie. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Da steckt also sehr viel Expertise auch in unterschiedlichen Geschäftssegmenten drinnen, bei dem, was ich jetzt gleich erzählen möchte. Ja, ihr kennt mich vielleicht, losgelöst von diesen Joint Ventures, wo man es nicht sofort sieht auf den ersten Blick, eher von der Bühne als Trainer, als Speaker und das sieht immer so toll aus, oder? Da steht ein Trainer auf der Bühne und gerade wir Trainer und Coaches, wir sind ja großartig darin, alles auf Instagram und Facebook zu dokumentieren. Ihr kennt das. Ständig unterwegs, immer auf Urlaub und gleichzeitig ganz viel Geld verdienen. Ja, so in der Hängematte oder am Strand, am Computer ist das Bild. Wer von euch hat sich auch schon mal gefragt, ob das wirklich stimmen kann oder ob das so ein bisschen Quatsch ist? Dankeschön. Also danke für die Ehrlichkeit von denen, die sagen, ja, ich glaube das nicht alles. Ich glaube das auch nicht alles. Ich weiß ja auch, wie es hinter den Kulissen abläuft. Und deswegen möchte ich gerne heute mit euch zu Beginn meiner Präsentation über etwas sprechen, was ich sonst nicht erzähle. Und es ist etwas, wovor die meisten Trainer und Coaches Angst haben.
Ich würde gerne mit euch über meine Fehler sprechen. Und warum ist das so wichtig? Weil wir nur aus Fehlern lernen können. Und das ist was sehr Persönliches und ich möchte euch gerne, weil es so persönlich ist, so ein bisschen ranholen an meine persönliche Geschichte auch. Ich habe gesagt, ich bin, seit ich 18 bin, selbstständig. Jetzt. So. Ich habe gesagt, ich bin selbstständig, seit ich 18 bin. Und ganz ehrlich, ich konnte davon nicht leben. Ich habe mich selbst über Wasser gehalten mit Gelegenheitsjobs. Ich war Partyfotograf, also einer von den Typen, die nachts, als du natürlich nicht betrunken in der Ecke gestanden bist, herkam mit Blitzlicht und dir dann so eine Visitenkarte in die Hand gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, machen alle selber Selfies, aber einer davon war ich. Ich habe Versicherungen verkauft und ich habe Websites designt, alles parallel während meiner Studienzeit, nur um mich über Wasser halten zu können, aber die Wahrheit ist, die ersten 4 Jahre meines Business war ich am Existenzminimum. Ich konnte gerade mal so überleben und gleichzeitig habe ich nach außen hin kommuniziert, yeah, ich bin so erfolgreich. So, was macht das mit dir? Also mit mir hat es das gemacht, ich habe angefangen zu zweifeln. Ich habe geglaubt, es funktioniert nicht, was ich tue. Und ich habe mich selbst auch nicht ehrlich gefühlt, nicht authentisch gefühlt, weil ich ja etwas nach außen kommuniziert habe, was noch gar nicht der Fall war in dem Sinne. Ist die Frage, wie definierst du Erfolg? Aber ich war noch nicht da, wo ich hin wollte. Ich wusste nur, wo ich hin will. Und ich hatte dadurch das Gefühl, meine quasi eigenen Bedürfnisse über die des Kunden zu stellen. Ja, ich war mir sogar unsicher, ob ich überhaupt wert bin, was die Menschen mir damals schon bezahlt haben. Letztendlich habe ich einfach daran gezweifelt, ich war mir unsicher, ob ich überhaupt am richtigen Weg bin. Weil egal, was ich getan habe, es war ein Widerstand, es hatte nicht den Erfolg, den mir alle versprochen haben. Und dann hat sich was geändert, bei mir persönlich, in mir hat sich was geändert. Ich habe einen Mentor gehabt und der hat etwas gesagt, das ich nie vergessen werde. Er hat gesagt, ein echter Unternehmer arbeitet immer nur an seinem Business, nicht in seinem Business. Wer hat den Satz schon mal gehört? Super. Wer von euch, ich habe gerade gesehen, wie viele Hände hochgingen, wer von euch, wenn er jetzt aufhört, für 2 Monate zu arbeiten, hat, wenn er zurückkommt, noch ein Business? Das sind deutlich weniger. Gut, dass ihr hier seid. Automation ist die notwendige Konsequenz aus dieser Erkenntnis gewesen. Ich war motiviert. Ich habe gewusst, ich muss was tun dafür, damit ich an meinem Unternehmen arbeite, anstatt darin. Und das Ergebnis war für mich extrem überraschend. Es war das, was ich immer wollte. Ich hatte mehr Geld, obwohl ich weniger gearbeitet habe. Ich hatte komplette zeitliche und örtliche Flexibilität und ich hatte plötzlich wieder Spaß, was ja auch nicht so schlecht ist, vor allem wenn man mit Menschen arbeitet. Wer von euch ist aus einem dieser 3 Gründe Unternehmer geworden? Ich finde es so wichtig, sich auch wieder bewusst zu machen, warum, wofür tue ich das eigentlich? Plötzlich war ich jetzt nicht mehr der, der in verrauchten Clubs am Abend stand oder Versicherungen verklopft hat, damit ich einfach so überleben kann, sondern plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben, Anfang 20, ein cooles Alter, hatte ich nicht nur viel Zeit, sondern ich hatte auch genug Geld, um mir was zu gönnen. Und das Erste, was ich damals gemacht habe, ich bin auf Weltreise gegangen. Und gleichzeitig ist mein Business weiter gewachsen. Es war für mich einfach so der Test, ob das wirklich funktionieren kann, weil ich wusste es ja noch nicht. Du weißt es ja erst, wenn du es getan hast. Und ich sage dir eins, du musst es ausprobieren. Ich habe während meinen Reisen mein Business vergrößert, ich habe passiv verdient durch digitale Produkte und ich habe automatisiert Kunden gewonnen für Seminare und Coachings. Und ich sage das jetzt nicht quasi, um irgendwie anzugeben, sondern ich möchte jetzt sagen, es ist schaffbar, es ist möglich, du kannst es schaffen. Jeder, der erfolgreich ist heute, der war einmal da, wo du vielleicht jetzt gerade bist. Und wir sind heute einer der größten Anbieter für NLP-Seminare und Persönlichkeitsentwicklung im deutschen Raum. Wir haben 14 Standorte, 8 Mitarbeiter und über 18 Trainer im Team. Und darauf bin ich extrem stolz. Und das ist jetzt die Überleitung, weil meine Erkenntnis war, es gibt ein System, mit dem es jeder schaffen kann. Und wer das System konsequent anwendet, der erreicht seine Ziele. Du musst also wissen, was tue ich, und dann musst du es auch tun.
Mein wichtigster Umsatztreiber, Überraschung, ist automatisiertes E-Mail-Marketing. Wenn ich heute aufhöre, E-Mail-Marketing zu machen, dann bricht mein Umsatz um mindestens 40% ein. Wenn du noch kein automatisiertes E-Mail-Marketing machst, dann verlierst du mindestens 40% Umsatz jeden Tag. Und es ist nicht nur mein wichtigster Umsatztreiber, es ist statistisch gesehen der wichtigste Umsatztreiber. E-Mail-Marketing ist mindestens oder knapp doppelt so effektiv wie die nächst bessere Marketingmethode. Bis heute. Es ist der wichtigste Umsatztreiber. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen technischer werden. Jetzt möchte ich euch gerne Einblick geben, was meine 6 wichtigsten Erkenntnisse waren, meine bewährten Taktiken, mit denen ich mein Training- und Coaching-Business aufgebaut habe. Wir haben über 143% Öffnungsrate bei manchen Kampagnen. Ich möchte euch zeigen, wie das überhaupt funktionieren kann, dass man über 100% bekommt. Ich möchte euch zeigen, wie du die Verkaufsrate steigern kannst, wie du Referenzen qualifizieren kannst. Ich möchte zeigen, wie du bestimmte Touchpoints identifizierst, um die richtigen Kontakte an der richtigen Stelle einzusammeln. Warum es immer noch so wichtig ist, Split-Tests zu nutzen, insbesondere im Training- und Coaching-Business. Ich spreche da aus meiner Nische, aus meinem Markt, weiß ich, die wenigsten Leute setzen es wirklich ein. Alle wissen, wie wichtig es ist, aber kaum jemand nutzt es. Und für die, die schon Telefonverkauf machen oder Teams haben, im Telesales, möchte ich euch zeigen, wie ihr durch Automatisierung 82,8% Telesales-Kosten einsparen könnt. Bereit? Jetzt wird es ein bisschen technisch. Starten wir los. 143% Öffnungsrate, das klingt irgendwie nach Betrug. Wie kann man über 100% haben? Ich zeige es euch. Das Problem, das ich damals hatte, war, wir hatten eine geringe Öffnungsrate, wir hatten Spam-Beschwerden. Manche kennen das vielleicht. Die Lösung für mich war, ich habe begonnen, als einer der ersten am Markt, mittlerweile machen das viele, den E-Mail-Versand an den Leserhythmus anzupassen. Als Beispiel anhand einer unserer E-Mail-Kampagne, unseren Coaching-Brief, da melden sich die Leute an und bekommen dann regelmäßig Coaching-Briefe mit hochwertigem Content per E-Mail ausgeliefert. Und ihr seht schon, nach der Willkommens-Mail, beim zweiten Coaching-Brief, beginnt es, die Öffnungsrate ist ab dann immer über 100%. Das heißt, jeder, der diese E-Mail bekommt, liest sie. Mehr sogar. Wie kann es sein? Das Krasseste ist der Coaching-Brief 2, da haben wir die 143%. Ganz einfach, weil die Menschen so begeistert davon sind, was sie da bekommen, dass sie es an ihre Freunde weiterleiten und die öffnen das auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erhält man diese hohe Öffnungsrate? Ganz einfach, auch wenn du dich jetzt fragst, wie macht er das? Vielleicht hast du vergessen, ich bin ja NLP-Trainer, und zwar mit Psychologie. Ganz simpel gesagt, so bin ich auch drauf gekommen. Die meisten Anfänger machen es so, sie schicken die nächste E-Mail einen bestimmten Zeitraum, nachdem sie die vorige E-Mail verschickt haben. Das sieht dann klassischerweise so aus, 2 Tage nach dem Versand der vorigen E-Mail kommt die nächste ins Postfach des Abonnenten, der Abonnentin. Ob geöffnet wird, völlig nebensächlich, Hauptsache verschicken. Wie es Profis machen, und da war ich, glaube ich, wirklich einer der Ersten, die das ausprobiert haben, erst nach Öffnung der vorigen Mail wird die nächste verschickt. Das sieht dann im Marketing-Cockpit bei Clicktips so aus: Wenn der erste Coaching-Brief geöffnet wurde, wird die nächste Mail x Stunden später verschickt, aber solange die vorige Mail noch nicht geöffnet wurde, nicht. Ich weiß, manche von euch haben jetzt vielleicht ein bisschen Angst und sagen, ja, aber dann lesen die ja nicht die nächste E-Mail. Aber solange sie die vorige nicht gelesen haben, macht es ja überhaupt keinen Sinn, sie weiter zuzuballern. Genau dadurch steigt die Spamquote, die Senderscore sinkt. Jetzt bin ich bei Clicktip Enterprise, ich habe meinen eigenen Mail-Server, eines der wichtigsten Tools im E-Mail-Marketing, das ich selbst bestimmen kann, welche Senderscore ich habe, dass ich nicht abhängig bin auch von anderen Kontakten, die vielleicht die Kontakte zuspammen. Und deswegen, mir sehr wichtig, das so zu machen, dass nur wenn geöffnet wurde, die nächste E-Mail verschickt wird. Und ich warte nicht 48 Stunden, ich warte nicht 2 Tage, ich warte genau 47 Stunden. Warum? Weil die meisten Menschen üblicherweise an einem bestimmten, meist gleichen Zeitpunkt
ihre E-Mails lesen, in der Früh oder am Abend oder zur Mittagszeit. Meisten Mails werden zum Beispiel Mittwoch in der Früh gelesen. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, wann verschickst du einen Newsletter und du kennst deine Zielgruppe nicht, ist die Best Bet am Mittwoch um 7 Uhr. Und das Coole ist, weil ich 47 Stunden dran bin, oder es sind 23 Stunden, je nachdem, aber immer eine Stunde vor dem letzten Öffnen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die nächste E-Mail von dir ganz oben im Postfach landet, kurz bevor die Leute das Postfach öffnen. Und das führt dazu, dass sie es natürlich dementsprechend präsenter haben und auch lesen. Und das ist wichtig, nicht? Weil wir schicken die E-Mail ja nicht, weil es so lustig ist, E-Mails zu schicken. Wir schicken sie, weil wir wollen, dass die Menschen die Information lesen. So sieht das also in Summe aus, so eine kleine Einsicht in meine Kampagne. Und was war jetzt das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass E-Mails sich an den Leserhythmus anpassen und dadurch sind die E-Mails auch immer ganz oben im Postfach. Es freut mich sehr, dass viele von euch Screenshots machen oder Bilder von den Folien, wenn ihr euch Notizen macht. Dann beantwortet ihr jetzt diese Frage, ja? Ist es dir wichtiger, ob deine E-Mails verschickt werden oder ist es dir wichtiger, dass sie gelesen werden? Wenn dir wichtiger ist, dass sie gelesen werden, dann musst du diesen Trick hier unbedingt umsetzen. Dankeschön. Vielleicht eine kleine Side-Note. Ich weiß, viele Profis sagen, okay, das weiß ich alles schon. Und ein paar Sachen, die ich erzähle, sind vielleicht auch schon bekannt. Ich spreche aus meinen über 10 Jahren Erfahrung im Trainerbusiness und ich weiß ganz genau, das macht fast niemand im Trainerbusiness. Und vielleicht auch die, die kein Trainerbusiness haben, können das auf ihr Business übertragen. Das zweite ist nämlich auch ein ganz typisches Problem. Ja, wie steigere ich meine Verkaufsrate? Ich habe Kunden, die sind auf der Verkaufsseite, die sind am Warenkorb, aber die schließen den Verkauf nicht ab. Laut Statistik, auch aus meiner eigenen, weiß ich, 60-80% der eigentlichen Interessenten verlierst du am Warenkorb. Ist doch schade. So viel investiert, so viel optimiert, jetzt sind sie da und dann kaufen sie nicht. Und wenn bei dir schon im E-Mail-Marketing-System drinnen sind die Kontakte, dann musst du ihnen einen zumindest Nachfass, eine Erinnerung schicken. Für mich hat sich am besten bewährt, du schickst einen Rabattcode an alle, die nicht gekauft haben. Das ist Point of Sale. Das ist jemand, der steht im Supermarkt direkt vor dem Produkt und du stehst daneben und beobachtest diesen Kunden, ob er kauft oder nicht. Er hat Interesse, er nimmt dein Produkt in die Hand, er liest sich hinten durch, was es kann, und dann will er es eigentlich zurückstellen. Und in dem Moment gehst du zu ihm und sagst, Moment, wenn du es jetzt mitnimmst und in den Warenkorb legst und damit zur Kasse gehst, dann schenke ich dir 10 oder 20%. Und ganz viele Menschen machen das dann. Ich zeige euch gleich, wie viele. Warum ist das wichtig? Weil du es auf alles anwenden kannst. Auf Seminare, auf Coaching, auf Dienstleistungen, egal wo. Ich schicke dann zum Beispiel eine Mail aus, die sieht so aus, hey, dein Warenkorb wurde reserviert, das Produkt wartet immer noch auf dich. Eine Grafik, die das zeigt, ein Rabattcode, der hervorgehoben ist und wenn du diesen Rabattcode jetzt einlöst mit Klick auf den Button, dann bekommst du einen 10% Rabatt auf deine Bestellung. Im Marketing-Cockpit sieht das so aus, ich frage, ob er das Produkt gesehen hat. Wer von euch kennt die Funktion Website-Tagging-Pixel? Tagging-Pixel sollte eigentlich jeder kennen, sind noch nicht so viele, ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Und dann, wenn das Produkt gesehen wurde durch den Tagging-Pixel, frage ich, hat er das Produkt gekauft? Üblicherweise dauert der Bestellprozess knapp 20 Minuten bei dem Produkt. Das ist jetzt aus dem Bereich Visagistik, Make-up. Und wenn er nicht gekauft hat, dann bekommt er den E-Mail-Nachfass. Das heißt, du nervst damit auch niemanden, der das gekauft hat. Das bekommen nur die Leute, die das Produkt gesehen haben, aber nicht gekauft haben. Und das funktioniert dann ganz einfach so. Du legst einen Tagging-Pixel an. Ja, jetzt wird es offiziell. Rock the Make-up! Einer meiner Joint-Venture-Partner, cooler Typ. Und wenn jemand die Verkaufsseite von seiner Visagistenausbildung besucht, kannst du das mit einem Tagging-Pixel messen. Sobald der ausgelöst wurde, wird abgefragt, hat er das Produkt gekauft? Das ist eine ganz einfache Anbindung an die Bezahlplattform mit einem Tag, der vergeben wird, wenn das Produkt gekauft wurde. Und wenn nicht nach 20 Minuten gekauft wurde, dann geht diese E-Mail raus. Es ist sehr ähnlich wie die von vorher, darunter folgt dann ein Bild mit einem Video, wenn man draufklickt, dann erklärt der Make-up-Rocker auch, wie man genau diesen Prozess anwendet und darunter kann man das Produkt nochmal direkt bestellen. Wichtig, warum ich das hier hervorhebe, ist, ihr müsst, und das ist einfach nur meine Empfehlung als
NLP-Trainer, der sich doch ein bisschen damit beschäftigt hat, wie Menschen funktionieren, auch verkaufspsychologisch. Ihr müsst den Leuten eine klare Anleitung geben. Ihr müsst ihnen sagen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Tu es genau in dieser Reihenfolge, dann wird es funktionieren. Und ich selbst weiß, ab und zu bei bestimmten Systemen tue ich mir auch schwer, obwohl ich so tief im Thema Online-Marketing drin bin. Und gerade wenn wir technisch Sachen aufsetzen, vergessen wir oft darauf, dass die Kunden da draußen nicht so versiert sind in der Thematik. Also mach es den Kunden so einfach wie möglich. Gib ihnen konkrete Anleitungen. Das ist wichtig. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, bei dieser Kampagne jetzt, 42,3% Klicks auf dieses Nachfassmail, und wir messen das natürlich auch mit einem Conversion-Pixel von Clicktip. Wir haben 15,4% Verkäufe durch diese E-Mail. Und nach dem Produkt folgt natürlich noch ein Upsell, also machen wir 25,8% mehr Umsatz durch ein E-Mail. Und wenn du die Notizen machst, frage an dich, bei welchem deiner Topseller ist es dir wert, einen kleinen Rabatt zu geben, um deutlich mehr Umsatz zu machen? Und mit dem Topseller, meistens sind es 1 bis 3 deiner Top-Produkte, da würde ich anfangen. Das kannst du bei deinem eigenen Online-Shop machen, das kannst du machen, wenn du einen Bezahlanbieter verwendest. Überall möglich, musst du machen. Dritte Taktik, das hatten wir bei einem Agenturkunden, der hat, warum auch immer, relativ viele falsche Bewertungen bekommen, wo nachweisbar war, dass das gar keine echten Kunden von ihm waren. Der hat nie von denen gehört, nie von denen gesehen, aber die haben schlecht über ihn geschrieben. Und wir mussten da so ein bisschen gegenwirken. Und überhaupt ist es ja allgemein so, das wissen viele von euch, ja, die zufriedenen Kunden, die melden sich nicht. Das sage ich auch immer meinem Support-Team. Ich bereite die immer vor, ja. Denk daran, du wirst wahrscheinlich vor allem mit Menschen zu tun haben, die mit irgendetwas ein Problem haben, die unzufrieden sind. Deswegen schreiben sie. Die glücklichen Leute, die schreiben nicht. Die sind ja zufrieden. Und wir hätten aber jetzt gerne auch von denen etwas gehört. Und deswegen war unsere Lösung ein Vorqualifizieren der Referenzen. Auch ganz simpel lösbar mit einer E-Mail. Und zwar fragen wir zum Beispiel, ich habe das dann für mich auch umgesetzt, klarerweise, gute Ideen sollte man umsetzen, ja, 2 Wochen nachdem die bei uns ein Seminar besucht haben, die werden getaggt, wir wissen, die haben das Seminar erfolgreich abgeschlossen, die waren auch wirklich bei uns, die kennen uns, und 2 Wochen später folgt diese E-Mail. Hey, wir hoffen, du hast deine Ergebnisse erreicht und wir würden uns über dein Feedback freuen. Wie hat es dir gefallen? Es gibt 1 bis 5 Sterne. Und jetzt wird es interessant. Wenn man auf den Stern 1 bis 3 drückt, also schlecht bis mittelmäßig hat es den Leuten gefallen, dann kommt man auf eine Bewertungsseite von uns, die intern ist. Also dieses Feedback finden die Leute nicht öffentlich, sondern das geht zu uns direkt und wir können sofort darauf reagieren. Üblicherweise rufen wir die Kunden an und versuchen das Problem sofort mit ihnen gemeinsam zu lösen. Das ist Support und das begeistert die Kunden dann auch. Und wir lernen was dazu. Und drückt der Kunde in der Mail von vorher auf die Sterne 4 oder 5, ist also zufrieden oder sehr zufrieden, dann kommt er auf eine Anleitung, ihr merkt schon, mir ist wichtig, den Leuten einfach zu erklären, wie es funktioniert, die ihnen sagt, wie sie uns jetzt auf Facebook oder Google oder irgendwo sonst bewerten dürfen. Und das Ergebnis ist, dass wir relativ gute Bewertungen haben auf unseren Plattformen, einfach weil wir schon im Vorfeld wussten, dass das Menschen sind, denen es gefallen hat. Funktioniert genauso, wenn ihr die Kunden auf Amazon schickt und sie dort bewerten lasst oder in deinen Online-Shop. Frage an dich, welcher deiner Topseller ist es dir wert, ihn besonders hervorzuheben durch positive Referenzen? Dort würde ich anfangen, es umzusetzen. Seid ihr noch dabei? Ja. Gut. Taktik Nummer 4, Touchpoints. Das finde ich so, so lustig, Leute, ja? Weil wir alle wissen, was ein Freebie ist, ein Lead-Magnet. Schon mal gehört? So ein E-Book oder ein PDF, ein Ratgeber und ich muss mich eintragen mit meiner E-Mail, damit ich es bekomme. Und die meisten Menschen machen genau das. Sie schicken die Interessenten auf eine Website und sagen, melde dich hier an, dann bekommst du das. Fairer Tausch, Transaktion abgeschlossen. Okay. Und
Ganz viele andere verwenden natürlich auch auf ihrer Webseite ein Opt-in-Formular, ein List-Building-Formular, um den Newsletter zu abonnieren. Ich kenne Leute und ich habe auch gerade mit jemandem im Taxi gesprochen. Wo ist er, der Daniel? Da ist er, servus, wir haben uns ein Taxi geteilt. Ja, und er hat auch gesagt, ja, er hat auch das Eintragungsformular auf jeder Webseite, auf jeder Unterseite. Ich auch, ist logisch, ist der normale Weg. Aber wie viele melden sich da wirklich an? Fast niemand. Und das ist natürlich interessant. Das sind Menschen, die finden dich, die finden gut, was du machst, aber sie sind ja auf deiner normalen Webseite. Es ist ja kein Leadmagnet. Da meldet sich niemand an. Und ich habe jetzt einfach dieses Prinzip umgedreht und gesagt, okay, die Menschen sind ja aus einem Grund auf der Seite. Und sie wollen vor allem eine gewisse Information wissen. Deswegen sind sie da. Und diese Information bekommen sie bei mir jetzt erst, nachdem sie sich eintragen, zu mehr Informationen. Das klingt total banal und es ist auch total banal, aber es ist so mächtig. Ich zeige euch gleich, wie mächtig das ist. In Wahrheit, es sieht so aus, es ist meine normale Verkaufsseite hier in der NLP-Ausbildung. Man scrollt runter und irgendwann sieht man dann, wenn du dich interessierst für mehr Infos, musst du dich anmelden. Und ich verberge jetzt die Information, von der ich weiß, dass 90% der Interessenten deswegen auf der Website sind. Bei mir, die Seminarkunden, die wollen wissen, wann findet das Seminar statt, wo findet das Seminar statt, was kostet das Seminar. Diese Infos bekommen sie erst nach Eintragung. Jetzt sagen manche vielleicht, ja, aber dann verliere ich ja ein paar Interessenten, die melden sich ja nicht an. Das stimmt, ein paar verlierst du. Aber die, die wirklich wissen wollen, was es kostet, die dabei sein wollen, die melden sich jetzt an und sind bei dir im System. Und dann kriegen sie diese E-Mail, wie versprochen, deine Infos. Mit einer Übersicht, mit einem Link zur Anmeldung und zur Webseite, wo sie all diese Informationen finden. Und dreimal dürft ihr raten, was ich mache, wenn sie die Seite anschauen, aber nicht kaufen. Das Ergebnis dieser E-Mail spricht für sich. Für alle, die sagen, das schreckt die Leute ab. Ich habe diese Erfahrung gemacht. 75,7% öffnen die Mail und 70% klicken, weil sie es wissen wollen. Und das sind die Leute, die bei mir kaufen. Mehr ist es nicht. Und jetzt fragst du dich für diese Taktik, an welcher Stelle deiner Website hast du bisher nicht dran gedacht, relevante Informationen, weshalb deine Website-Besucher da sind, erst nach einem E-Mail-Opt-in, nach dem List-Building auszuliefern. So simpel, so effektiv. Taktik Nummer 5. Und das ist etwas, ganz ehrlich, es ist eines der effektivsten Tools im Online-Marketing. Wir alle wissen das, oder? Split-Test, was das ist. Ich teste zwei Varianten gegeneinander, um dann herauszufinden automatisch, was wirklich funktioniert. Es gibt einen schönen Satz und der ist vor allem unter Trainern beliebt, weil wir Trainer, wir wissen ja, was in Menschen vorgeht, oder? Wir wissen ja genau, wie die funktionieren. Da kommt dann so ein bisschen das Trainer-Ego, der eigene Stolz ins Spiel. Ich brauche nicht testen, ich weiß ja, wie die funktionieren. Und dann möchte ich einfach ganz ehrlich sagen, weil ich habe die Fehler auch gemacht, ja, du bist nicht dein Kunde. Dein Kunde ist dein Kunde. Du hast vielleicht nach vielen Jahren eine gute Vorstellung, wie der Kunde funktioniert. Aber du weißt es niemals genau, wenn du es nicht testest. Du musst es testen. Und ich bin da auch so ein bisschen exzessiv. Ich teste gern und viel. Ich habe überschlagsmäßig nachgezählt, wie viele Tests ich gemacht habe in den letzten paar Jahren. Es waren über 500 Split-Tests, die ich gemacht habe, bei E-Mails, auf Webseiten, auf Verkaufsformularen. Ich teste einfach alles. Ich teste jeden Quatsch und meine Joint-Venture-Partner, die wissen das auch, wenn sie mit mir arbeiten, die sagen, ja, ich würde meinen Videokurs gerne um 399 Euro verkaufen, weil ich habe da so viel Zeit investiert. Sage ich, das ist super, das machen wir und wir testen aber auch denselben Kurs für 99 Euro und für 299 Euro. Und dann sagen sie immer, ja, aber das ist dann so günstig. Und ich sage, stimmt, das ist günstig, aber die Frage ist, wann kauft der Kunde? Nicht, was glaubst du, ist das Produkt wert. Das ist das Phänomen der Sunk-Costs, das ist ein psychologisches Phänomen. Du baust das Haus selber mit eigenen Händen, wenn du es dann am offenen Markt verkaufen willst, glaubst du immer, du bekommst mehr für das Haus, als es der Markt sagt, dass es wert ist. Andere Menschen geben dir nicht so viel dafür, weil die haben nicht so viel Zeit und Geld und Energie investiert. Und deswegen muss ich einfach auf meine Standardantwort zurückgreifen, wenn einer sowas sagt. Ich sage dann immer,
super, wir testen das. Wir testen das. Das ist mein Mantra, das kennen meine Partner, wir testen das. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel zeigen, wo man das zum Beispiel sehr, sehr gut testen kann, ob das wirklich funktioniert. Ein Beispiel nämlich der Personalisierung. Personalisierung ist ein großes Thema, man hört immer wieder, wir müssen personalisieren im E-Mail-Marketing. Das Problem daran, das kennt ihr vielleicht, wenn sich Leute eintragen sollen auf eurer Webseite für mehr Informationen, je mehr Felder du im Formular hast, umso niedriger ist die Eintragungsrate. Du fragst den Vornamen ab, du fragst den Nachnamen ab, du fragst ab, wo wohnt die Person, du fragst ab Telefonnummer, du fragst ab Geschlecht und dann natürlich auch noch die E-Mail. Wenn du das machst, ihr wisst, was passiert, dann meldet sich fast niemand an. Es sind zu viele Felder. Also geht man den anderen Weg und sagt, okay, Hauptsache, die melden sich an, wir fragen nur nach der E-Mail. Aber dann weiß ich ja nichts über die Person. Schwierig. Was kann man machen? Ganz einfach. Und dafür bin ich so begeistert von Clicktip. Bei Clicktip kannst du automatisch erkennen den Namen und das Geschlecht anhand der E-Mail. Und das ist das Geniale an Clicktip, da brauchst du einfach nur nachschauen im Handbuch, da steht das drinnen, das ist alles, was du tun musst. Es wird nicht komplizierter als das, es ist einfach nur eine Kampagne, die fragt nach dem Namen und nach dem Geschlecht und das wird automatisch von der E-Mail erkannt und wenn es erkannt wird, dann wird es gespeichert bei dem Kontakt. Mehr ist es nicht, das ist Clicktip und ich liebe es dafür. Und was kannst du damit machen? Normalerweise würden jetzt alle, wenn sie sagen, ich muss persönlich einen Betreff machen, würden sie eine E-Mail ausschicken, wo steht persönliche Einladung für und dann kommt die E-Mail rein, nur die E-Mail. Das funktioniert zwar auch, aber ist halt nicht ganz so persönlich wie der Vorname. Und was du machen kannst, nachdem du die Informationen dir geholt hast, ist, du kannst wieder unten zu sehen, auf den Vornamen hier reingehen. Viel persönlichere Ansprache. Damit unterscheidest du dich von fast allen Mitbewerbern. Neudeutsch heißt das Marktbegleiter, das ist so schön. Was ist das Ergebnis? Ich habe das natürlich getestet mit einem Split-Test, so ganz aktuell bei einer kleinen Zielgruppe, das war letzte Woche, damit ich euch aktuell zeigen kann, wie wichtig das ist. Ohne Personalisierung haben es um 7,46% weniger Menschen geöffnet als mit. Die Personalisierung zu nutzen, liefert dir signifikant bessere Öffnungsraten. Das ist so wichtig und trotzdem machen es die meisten Menschen nicht. Und das Geile an Clicktip ist, du kannst hohe Eintragungsraten erzielen und du kannst gleichzeitig personalisieren. Abschließend die Taktik Nummer 6, da möchte ich so ein bisschen ausholen vorher, da geht es darum, Callcenter-Kosten zu sparen. Das interessiert mich jetzt natürlich hier, wer hat ein Callcenter von euch? Das kann ich an einer Hand abzählen, Leute, an einer Hand nicht mal. So, ich habe mit mir selbst total gekämpft, ob ich ein Callcenter machen soll. Sehr erfolgreiche Kollegen haben gesagt, du brauchst Telefonverkauf, das funktioniert so super, du musst das machen. Und ich habe nur gesehen, was das kostet und ich habe nur gesehen, wie viel Aufwand das bedeutet. Und dann habe ich mir das durchgerechnet und gesagt, das macht keinen Sinn für mich, ich bin zu klein. Und dann hatte ich eine Idee. Ich habe gesagt, okay, guter Telesales ist relativ teuer. Wenn er es wert ist, ist die Leistung es aber auch wert, geschätzt zu werden. Und ein Callcenter klassischerweise ist qualitativ schlecht. Zu hohe Fluktuation, die Leute wissen nicht wirklich, was genau sollen sie jetzt rein sagen. Die haben den Unternehmer noch nie persönlich gesprochen. Jede 3 Wochen kommt ein neuer Student, der jetzt wieder irgendwas ablesen soll. Also Callcenter war nicht wirklich so sexy für mich im Vergleich zu einem guten Telesales-Mitarbeiter. Aber der Telesales-Mitarbeiter, der kann ja besonders gut verkaufen, der soll jetzt nicht selbst die Termine ausmachen, der soll jetzt nicht nachtelefonieren, wenn ein Termin nicht stattgefunden hat, der soll jetzt nicht die ganze Organisation im Vorhinein machen. Und ich weiß, bisher waren viele Taktiken dabei, die ihr vielleicht schon kennt, weil das sind aber die Techniken, die im Trainerbusiness bei mir den Ausschlag gegeben haben. Das sind die kleinen Techniken, die eine große Wirkung entfaltet haben. Und die will ich euch mitgeben. Und ich weiß, im Trainerbusiness verwendet das fast niemand, was ich bisher gesagt habe. Und jetzt komme ich aber zu einer Taktik, die ihr vielleicht auch so noch gar nie gesehen habt. Ich probiere gerne Sachen aus, ich teste Sachen und das war einer meiner neuesten Tests. Ich habe das so gelöst. Ich habe gesagt, pass auf, wir automatisieren jetzt einfach mal den ganzen Callcenter-Prozess. Und das funktioniert so.
Auch wir verkaufen eine Coaching-Ausbildung, das ist quasi ein Premium-Produkt, ein High-Price-Funnel, wie das heute ganz modern heißt. Ja, das gibt es natürlich schon seit 50 Jahren, aber an sich ist es ein ganz simpler Bewerbungsfunnel. Man trägt sich ein, interessiert sich für die Coaching-Ausbildung, dann findet ein Telefonat statt und diesen Termin muss man irgendwo buchen. Die Leute können sich direkt auf einem Online-Terminkalender bewerben. Ihr habt gerade bei meinem vorigen Redner schon gesehen, wie sowas aussehen kann, so ein Terminkalender. Und sobald sie sich anmelden, kriegen sie die Leute nochmal eine E-Mail als Erinnerung, melde dich selbst zu deinem Strategiegespräch an. Soweit, so gut. Das Besondere ist, hier steht schon drinnen, solltest du den Termin nicht selbst eintragen, werden wir uns in Kürze telefonisch bei dir melden, um einen Termin zu vereinbaren. Das bedeutet, die E-Mail-Kampagne, die dahinter steht, sieht so aus. Hat sich jemand bei uns beworben, wird gefragt, ob er sich schon selbst einen Termin im System gebucht hat. Ihr merkt, ich bin recht transparent mit Zahlen, ich gebe mir Mühe, einen Einblick zu geben hinter die Kulissen. Bei mir zumindest melden sich 60% der Bewerber eigenständig an. Und 40% verliere ich. Außer, ich lasse das Callcenter anrufen. Und genau das passiert hier. Wenn sich jemand beworben hat, aber noch nicht den Termin selbst ausgesucht hat, kriegt er 15 Minuten später einen Anruf üblicherweise vom Callcenter. Und woher weiß das Callcenter, wen sie anrufen, was sie dem sagen sollen? Ganz einfach. Ich schicke dem Callcenter eine E-Mail. Und zwar steht da drinnen, Betreff an mein Callcenter, dringend, outbound Anruf für Termin. Und in der E-Mail, die das Callcenter bekommt, sind jetzt alle Daten, die wir von diesem Bewerber haben, die wissen, mit wem sie sprechen, ob er schon Produkte bei uns gekauft hat, wann er das bei uns besucht hat, denn ClickTip ist ja auch ein CRM, das steckt da alles bei uns drinnen. Die wissen also die Kundenhistorie. Das ist jetzt ein Callcenter, das dürft ihr nicht vergessen, das sind jetzt keine Profiverkäufer. Aber das sind Leute, die können üblicherweise lesen und sprechen. Und jetzt bekommen sie eine individualisierte E-Mail, die alle Daten des Bewerbers enthält und das ist das Geniale an dem Prozess, den Gesprächsleitfaden. Sie bekommen die Gesprächsleitfäden direkt nochmal, wo schon die Information, der Name des Interessenten, wofür sie sich beworben haben, wie man den Termin wählt, alles vorausgefüllt wird. Das macht es dem Callcenter-Mitarbeiter, dem klassischerweise 20-jährigen Studenten, der in seinem kleinen Büro sitzt mit diesem Headset, sehr einfach. Und wenn der es einfach hat, dann hat er mehr Spaß an seinem Job. Und ich habe die Kontrolle über die Qualität im Prozess. Und das Geniale daran ist, ich entlaste den Telefonverkauf. Weil der sollte ja nur eines machen, nämlich am Telefon verkaufen. Der sollte keine Termine machen. Der sollte nicht das Nachfassen und Administrieren machen. Das macht das Callcenter. Und weil das Callcenter so viel günstiger ist als mein Telefonverkauf, habe ich mir einfach ausgerechnet, wie viel Geld spare ich denn jetzt? Im Vergleich, ich lasse den Telesales alles machen oder ich schalte ein Callcenter mit einem automatisierten Prozess davor. Bei mir sind es 1.344,83 Euro im Monat, netto. Ja, also ich sehe das oft bei Folien, brutto, netto sagt man nicht dazu, vor allem wenn es um Umsatz geht, das ist bei mir netto. Und das Coole ist, weil meine Telefonverkäufer jetzt mehr Zeit haben für die wirklich wichtigen Dinge, bringt mir bei gleichen Personalkosten derselbe Telesales 28.000 Euro mehr Umsatz im Monat. Das war's. Jetzt bin ich so ein kleiner Seminaranbieter und war mir nicht sicher, soll ich das machen. Rückwirkend muss ich sagen, sogar bei mir als kleinem Seminaranbieter ist das hier Gold wert, die Strategie. Und wenn du in einer Nische bist, wo du es stärker skalieren kannst, wird dir das dementsprechend mehr bringen. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, egal für wen. Ja, in Wahrheit musst du dich jetzt fragen wieder, Frage an dich, wenn du bisher noch kein Callcenter nutzt, ja, hättest du jetzt Bock, es zumindest zu testen? Du musst es testen, weil du weißt nicht, ob es funktioniert. Du weißt es erst, wenn du es gemacht hast. Aber weil es so günstig ist, weil es sich so auszahlt, musst du es testen. Ich weiß, wie schwierig es ist, Telefonverkäufer zu finden, aber du kannst ja in Wahrheit schon sehr viel durch das Callcenter machen mit so einem individualisierten Skript.
Um nochmal zusammenzufassen, was ich euch heute vorgestellt habe. Es waren aus über einem Jahrzehnt hauptberuflicher Tätigkeit als Trainer und Coach meine 6 bewährtesten E-Mail-Taktiken. Nicht alle davon erfinden das Rad neu, aber es sind die Dinge, die mir am meisten gebracht haben. Und wenn du die noch nicht alle machst, dann entgeht dir jeden Tag Umsatz. Das musst du machen. Ich glaube, das lässt sich auf jedes Geschäft übertragen. Das musst du machen. Und abschließen möchte ich meinen heutigen Vortrag gerne mit einem Zitat. Jim Rohn hat gesagt, arme Leute haben große TVs und reiche Leute haben große Bibliotheken. Und deswegen möchte ich euch etwas mitgeben. Das ist mein neuestes Buch zum Thema Online-Marketing. Es heißt auch so wie der Vortrag, es heißt immer ausgebucht, wie du dich als Experte positionierst und automatisiert verkaufst. Und die Techniken, die da drin sind, die Taktiken, sind genauso wie diese 6 bewährten E-Mail-Taktiken, simple, einfache Methoden, kleiner Hebel mit einer großen Wirkung. Das kostet, ganz normal, auf Amazon kann man sich das bestellen, 29,95 €. Und es gibt dafür einen Free Plus Shipping Funnel, bedeutet, ich möchte es gerne allen, die das hier gerade sehen, schenken. Ich schenke dir das Buch. Das Einzige, was du machen musst, ist, du gehst auf die Webseite benalfeld.com/click, klickst du drauf, bestellst das Buch, es kommt direkt per Post zu dir nach Hause. Ich bitte dich, du kennst das vielleicht schon, Porto- und Logistikkosten zu übernehmen. Ansonsten, das Buch selbst ist geschenkt. Und das Coole ist, in diesem Buch findest du meine persönliche Linkliste. Das heißt, ich habe für dich alle Tools, jede Software, jede Strategie, die ich nutze, aufgelistet, sodass du sie sofort für dein Business übertragen kannst. Das Buch ist nicht unbedingt unbekannt. Als es veröffentlicht wurde, war es die Nummer 1 als Bestseller im Bereich Business und Karriere auf Amazon. Und ein paar Kollegen haben das auch empfohlen. Ein paar Gesichter kennt ihr vielleicht. Said Shiripur, Jakob Hager, Erik Pomm, der Alex Masi, der Gunnar Kessler findet es zum Fressen gutes Buch. Und Oliver Pott ist auch mit dabei. Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ich kenne den Mario schon einige Zeit und ich habe so ein bisschen auch mitbekommen, wie ClickTip gewachsen ist. Und du hast da etwas gebaut, was wirklich großartig ist. Und seit wir uns kennen, wir sehen uns immer wieder bei bestimmten Szeneveranstaltungen. Und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie kommt es mir vor, ich wäre so ein Verkäufer von ClickTip, weil ich stelle ganz oft in diesen Insider-Treffen E-Mail-Strategien vor, die mir etwas gebracht haben. Und deswegen freue ich mich auch extrem, dass der Mario auch gut findet, was ich mache und mich hier eingeladen hat nach Sofia. Herzlichen Dank, bitte einen Applaus für Mario Wollasch. Weil das ist die Zukunft. Das ist das, was in Zukunft die Menschen, die erfolgreich sind, unterscheiden wird von den Menschen, die nicht erfolgreich sind. Es ist die Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen, anstatt mit der Zeit zu gehen. Und ich hoffe, für dich war auch einiges mit dabei, wo du sagst, das finde ich cool, das möchte ich gerne für mein Business testen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg.